Subnautica. Wenn ich eh schon gerade hier zugange bin, finde ich eine sehr gute Idee. Subnautica 2. Wir gucken uns zusammen die Trailer an. Ist das der Teaser-Trailer eigentlich oder gibt es noch einen anderen? Das ist nur der, ne? 1:19. Oh. Let's go! Komm, wir schauen uns nochmal Subnautica zusammen an. Das werden wir sowas von durchspielen. Oh, die Fischis mit den Riesenaugen. So komisch in der Mitte. Geil. Ist er der Bruder? Von der aus Teil 1? Okay, alles klar. Ja, gruselig. Noch gruseliger auf jeden Fall als der erste offensichtlich. Early Access auch wieder. Ah. Das heißt, das ist ja gar nicht fertig. Finde ich ein bisschen komisch. Weshalb die ins Early Access gehen, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Beim ersten Teil, okay. Da ist Early Access ja auch ein Stück weit so Kickstarter, Patreon-artig. Aber wenn man so viel Erfolg hat, warum geht man dann mit dem zweiten Teil nochmal in Early Access? Verstehe ich nicht ganz. Aber das spielen wir trotzdem. Aber das Blöde ist bei sowas, das finde ich ein bisschen doof. Warum ist es im Early Access? Weil wir wollen es natürlich sofort spielen, wenn es rauskommt. Aber dann ist es ja nicht das ganze Spiel. Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Das finde ich nicht so gut. Bin ich nicht ganz so happy mit. Wusste nicht, dass es Early Access ist. Verstehe ich nicht. Aber sieht auf jeden Fall trotzdem nice aus. Was haben wir gesehen? Gruseligkeiten auf jeden Fall. Hier eine Begegnung mit einer Holden Maid. Und richtig große Viecher, ne? Also wir hatten schon so ein Riesenvieh auch. Nicht ganz so riesig, aber das ist auf jeden Fall amtlich. Diese Krabbe da. Und am Ende hatten wir nochmal dieses komische Leuchtding da. Dieses. Oh, kann schon sehr gruselig sein. Baldur's Gate 3 war ja auch ewig im Early Access, das war auch nicht unbedingt schlecht. Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist halt, weiß ich nicht. Ja, aber ich habe Baldur's Gate auch erst gespielt, als es aus dem Early Access raus war. Ja. Weiß ich nicht, bin ich nicht so Fan von. In dem Fall. Aber ja, trotzdem macht das Lust auf mehr. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht so schrecklich viel Sachen gesehen, wo ich sage, da habe ich 1000 neue Erkenntnisse gewonnen. Aber es geht voran.